Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3, meine Freunde. Wir machen hier weiter. Wie ihr beim letzten Part gesehen habt, haben wir den zweiten Riesen besiegt. Eigentlich ziemlich einfach. War es jetzt so tatsächlich am Boden? Oh mein fickender Gott. Was bist du denn für einer? Und da vorne sitzt noch so ein Dicker. So ein dicker Ficker. Oh mein Gott, ja. Das nützt ja nichts. Komm her. Hallo? Oh mein Gott, da kommt der angerannt. Verrückte Mongo, Junge. Oh, ich bin hier an der Ecke, ich komme hier nicht mehr raus. Alter, wo bin ich hier? Ich komme hier nicht mehr raus. Alter, ich sterbe. Ich sterbe jetzt. Ich sehe hier nichts mehr. Was ist denn das für eine Pisse? Alter, ich. Habt ihr das gesehen? Verfickte Kamera, Scheiße. Der Tim hat mir irgendeinen Tipp gegeben dazu. Na gut, wir müssen ja ein bisschen nur laufen. Der gute Leute Tim hat mir einen Tipp gegeben, irgendwas mit der Kamera. Ich soll das ausmachen in den Optionen. Was war denn das noch? Tim, schreib's bitte nochmal, falls ich es jetzt nicht finde. Verdammt. Blödmänner da oben. Okay. Ja, wir müssen jetzt hier lang, ne? Na gut, dafür haben wir jetzt auch komplett unsere Sachen wieder voll da oben und da unten. Hat ja auch was. Und wie gesagt, so weit ist es ja gar nicht. Muss ich mal hier oben gucken, dass ich direkt den nächstbesten Fuzzi in die Arme laufe. Blödes Scheißteil. Weich nicht aus. Habe ich dir erlaubt auszuweichen? Nein. Also bitte. Sklavenkapuze. Bevor wir aber da hinten weitergehen, gehe ich mal eben. Ich will mal hier gerne gucken. Oh oh. Hat er mich jetzt gesehen? Nein, hat er nicht. Oh Gott sei Jesus. Wir gehen mal da hinten hin. Gucken mal, was da vorne im Tor. Vielleicht können wir das ja aufmachen. Vielleicht ist das ja das Haupttor. Wo wir da ganz vorne rein können. Würde uns das was bringen? Eigentlich nicht. Seele eines namenlosen Tralala. Oh, wir können es tatsächlich öffnen. Okay. Noch ein Tor. Es könnte es sein, das sieht aus wie so ein Eingang von so einer Kathedrale. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Okay, nee, das ist nicht der Eingang, da geht die Treppe runter. Hängt hier irgendwas an der Decke? No. Heiligen Zweizack. Und hier? Heimatknochen. Hier? Nichts. Was ist denn hier für ein Gebiet? Okay, da oben ist die Brücke wieder. Krass, da oben ist die Mauer von Lothric. Ah, ja, das ist, also ich finde es echt beeindruckend, wie sie das designtechnisch hinbekommen haben, dass das hier immer alles so verknüpft ist irgendwie. Super. Aber hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir müssen doch hier rum zurück. Vorher gucken wir mal, was da hinten ist. Hoffentlich was Schönes. Oh, Kapuze, Robe, Tralala, einer Maid. Was auch immer das bringt. Okay, also müssen wir echt da oben weiter. Hatte ich mir aber fast schon gedacht.
links ist der eine Blödmann. Okay. Jetzt sind diese ganz kleinen Pissgegner auch wieder da, ne? Okay, da laufen wir einfach mal irgendwie dran vorbei, glaube ich. Zumindest versuche ich das. Da kommt bestimmt der Dicke da oben runtergefallen ist gleich wieder. Okay, die Seelen haben wir schon mal wieder. Kommt der hier nicht hoch? Ja, bäh. Sicher ist sicher, wir zerlegen ihn mal. Die kommen alle hier hoch. Ach, tolle Wurst. Extrem tolle Wurst. Das ist nervig. Platz schon. Okay, so ein fester Hieb, der bringt auch nicht viel mehr als sowas hier. Aha. Okay. Gute Nacht, mein Freund. Ah ne, er lebt immer noch. Aber jetzt. Zack. Wunderbar. Haben wir noch irgendwas hier unten? Nein. Okay, dann können wir uns jetzt hier oben um den Ritter kümmern. Ich hoffe, das läuft jetzt besser als gerade eben. Oh Gott, wie soll man denn hier weiterkommen, ey? Ja, dann komm auch bis hier, du Blödmann. Ein Schrittchen schneller, bitte. Ja, ist klar. Oh oh. Ich steh auf. Aha. Okay, du mieser kleiner Drecksack. Hat was gedroppt. Das heben wir auf. Keine Titanitscherbe. Toll. Oh, ich bin aufgeregt, Leute. Okay, jetzt den Kollegen da, oder was? Ein bisschen Schiss vor dem, der sieht auch uns voll aus Wissen. Naja, was soll's. Komm, Flammendingens. Boah, shit. Ausweichen, ich will nicht wieder sterben. Wo bin ich hier wieder in dieser verdammten Ecke, Mann? Diese verfickte Kamera. No, der macht mich jetzt kaputt. Der macht mich kaputt. Nein, macht er nicht. Steh auf, Junge. Steh auf und heil dich jetzt gefälligst. Alter, war das knapp. Oh, mein Herz rast.
Alte Scheiße, ey. Okay, was geht hier ab? Meine Güte, Leute. Meine Fresse. Glut. Cool. Scheiße, ey. Wo geht's hier hin? Bevor wir da oben jetzt weiterlatschen. Okay, das ist ein Fahrstuhl. Wir fahren mal runter. Keine Ahnung, vielleicht gibt's hier noch irgendwie ein Leuchtfeuer oder sowas mal. Das wäre echt fantastico. Türe. Jawollo, ich wusste doch, dass wir hier irgendwann auch noch rauskommen. Geil. Das ist mal mega fett. Okay, cool. Das heißt, wir haben hier wieder eine Abkürzung mehr oder weniger freigeschaltet und sind sofort hier oben. Cool, das ist der Knaller. Runter? Kam ich nicht von unten? Ah ne, hier sind wir. Okay, wir checken mal ab, was jetzt hier oben. Okay, so, was ist hier in den Ecken? Ist hier irgendwas? Nope. Komm, das sei Fatzkes da oben. Und du? Was passiert hier jetzt? Nichts. Toll. Ah, okay. Ah, alles klar. Das wird mit Sicherheit ein neuer Bossfight sein. Den gucken wir uns jetzt mal an. Alte Scheiße. Krass, krass. Das gefällt mir. Das ist der Hammer. Nebel durchqueren. Sollen wir das machen? Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Nein, Quatsch. Mein Scherz. Diakonie des Abgrunds. Okay. Was geht bei euch, Kollegen? Seid ihr alle gut drauf? Was muss ich hier tun? Da ist einer am Brennen. Ich muss mit Sicherheit den Typen, der brennt, angreifen. Wow. Tatsächlich. Okay. Da kommt er, glaube ich, wieder. Okay. Das wird bestimmt noch heftiger gleich. No. Weißt du, was wir mal machen, Leute? Wir machen eine Glut. Kommt er jetzt aus? Dahin? Okay. Oh shit. Die werden bestimmt gleich noch aggro, die Typen hier. Ich will zu viel gerade wieder. Möchte ja auch mal. Oh, guck mal den Boss an. Ich versuche ihn mal ein bisschen wegzulocken. Ich kann ja immer rumlaufen.
Jetzt kommen wir bestimmt alle entgegen. Alter. Okay, so einfach wird es dann doch nicht. Ich dachte, ich könnte einfach nur durch rennen. Raus hier. Boah. Alter, verflucht. No, ich bin verflucht. Was macht das? Ich bin gestorben? Okay. Krass, was ist das für ein Boss, bitte? Nicht schlecht. Also ich dachte jetzt, man rennt immer rum und macht ihn kaputt, aber da habe ich mich wieder mal getäuscht in diesem Spiel. What the fuck? Okay. Aber der ist machbar. Man muss halt nur wissen, was er tut. Okay, wo muss ich jetzt langlatschen? Da hinten lang, ne? Genau. Okay, der Weg ist jetzt ein bisschen weiter, aber dafür sparen wir uns einiges an Ärger und einige Gegner. Ach so, was ich die ganze Zeit noch machen wollte. Das mache ich später. Ich wollte nämlich mal auf Online stellen, mehr oder weniger. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Wow. Ich wollte mal auf Online stellen, so langsam. Ich habe ja die ganze Zeit diesen Online-Modus so ein bisschen gescheut. gemieden, gescheut. Wobei es dasselbe, glaube ich, ne? Ich habe ihn ein bisschen gemieden, weil ich einfach keinen Bock auf Invader hatte. Aber gut, wenn halt mal einer kommt, dann haut er mich halt um, dann ist das halt so. Aber, stirb. Mieses Kackte. Ja. Ah, wunderbar. Guck mal, wie wir jetzt hier reinrennen können. Das ist doch echt mega. Ah, wobei, da hinten können wir noch schneller rum, ne? Wir hatten noch diesen Aufzug. Ah, jetzt check ich das auch. Jetzt check ich das. Wir könnten hinten rumgehen. Und dann darunter jumpen und vorbeirennen. Das geht natürlich auch. Ist der Weg vielleicht ein bisschen kürzer. Checken wir beim nächsten Mal aus, falls wir das jetzt nicht packen sollten hier. Wir rennen natürlich jetzt hier gleich durch. Mit Sicherheit sind die beiden Typen wieder da. Klar sind sie wieder da. Zwei krassen Freaks, ey. Verfolgen die mich? Nein. Okay. Halt. Vorher eine Glut reinschmeißen. Glut. Und dann durchqueren den Nebel. Achtung, Boss, wir kommen. Okay, das war sehr gut. Das war nicht gut. Okay, da hinten ist er. Oho. Blöden Schweinepriester, ey.
Aber auf jeden Fall vor diesen Flüchen gleich aufpassen, damit ich nicht halt instant wieder tot bin. Das wäre echt scheiße. Raus hier, raus hier, raus hier. Okay, sie beschwören da wieder irgendeine Kacke. Oh, Alter. Das ist. Die kleinen Pissflitschen, ey. Heilen. Alter, wieso komme ich hier nicht wieder raus? Diese kleinen Pisser. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Der Stuhl knarzt, ist mir scheißegal. Okay, sie schießen jetzt wieder. Was? Ich bin schon wieder verflucht, ne? Oder? Okay, wenn der Flur unten voll ist wahrscheinlich, ne? Fuck. Alter, das ist gar nicht mal so. Ich hatte am Anfang, es wird leichter, aber. Okay, sie kanalisieren wir in so eine krasse Scheiße da. Okay, ich bin verflucht. Das heißt, wenn das Ding da voll wird, dann war's das. Ich muss die also wegklatschen da oder was? Puh, meine Fresse. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Es war mir ein Fest. Im nächsten Part werden wir diesen dämlichen Boss legen. Das war zwei Versuche jetzt. Mal gucken, ob ich das beim nächsten Mal direkt schaffe. Wäre ja mal was, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.